So, schönen guten Abend. Mein Name ist Nico Maas. Begrüße euch auch nochmal recht herzlich und freue mich hier auf der Pine Moor sein zu dürfen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich halte einen Vortrag über mein Projekt namens JCTix. Zuerst mal was zu meiner Person. Mein Name, wie gesagt, Nico Maas. Bin ausgelernter IT-Systemelektroniker des Rechenzentrums der Uni Saarbrücken. Bin auch da noch als Hiwi tätig und bin momentan im dritten Semester Praktische Informatik an der FH Saarbrücken. So, zum Thema JCTix, erstmal Übersicht, was haben wir da? Naja, erstmal, was ist denn das überhaupt für ein komisches Ding mit diesem komischen Namen? Was macht's? Es ist eine Verwaltungssoftware im Prinzip und dient zur Verwaltung von Veranstaltungen und der Tickets und besonders auch der Helfer. Deshalb werde ich ein bisschen was zu der Software erzählen, wie das mit der Verwaltung funktioniert, wie das mit dem Ticketing funktioniert, zu den Scannern, die wir, wie gesagt, dafür gebaut haben. Und das wird auch der Punkt sein, der vielleicht für euch am interessantesten sein wird, wie man sowas prinzipiell baut und was man vor allen Dingen dort auch noch an Ideen mitnehmen kann, um andere Projekte, die auf der gleichen Idee basieren, zu realisieren. Zuerst mal überhaupt, wozu es diese Software gibt. Jetzt mal eine ganz freche Frage in die Runde. Ich weiß, dass die Trierer Uni relativ große Geschichte hat bezüglich Japan-Kultur, Anime und Manga. Die hätten da auch mehrere Treffen auch hier. Wer ist prinzipiell in dem Bereich interessiert? Mal vielleicht Handzeichen. Okay, das sind jetzt etwas weniger, als ich erwartet habe, aber schön, dass ihr da seid. Überhaupt zu dem Thema selbst. Anime und Manga sind praktisch diese japanischen Comics und die entsprechenden Trickfilme. Es gibt dazu ganze Veranstaltungen, wie zum Beispiel die J-Con in Merzig, die mit ungefähr 500 Besuchern an einem Wochenende stattfindet. Und die Hanami in Ludwigshafen, die dieses Jahr im Mai mit 7000 Besuchern unterwegs war. Bei beiden Veranstaltungen war ich dabei, deshalb hat das hiermit relativ viel zu tun. Bei der Hanami leider als Leiter, aber das ist eine andere Sache. Das Problem, was wir dabei hatten, war, dass diese Veranstaltungen meistens sehr, naja, für uns Informatiker praktisch Low-Tech waren. Das heißt, wenn man dort ein Ticket kaufen wollte für diese Veranstaltung, ging das meistens so ab: Ich gehe auf die Webseite, hole mir ein E-Mail-Formular, trage da ein, ich hätte da gerne ein Ticket, und dann kommt das Ganze als E-Mail irgendwie an bei dem Ticketverwalter. Das funktioniert bei Veranstaltungen mit 50 Mann, ist das gar kein Ding. Aber wie bei der Hanami jetzt mit 7000 ist das ein bisschen blöd. Besonders bezüglich, hat er jetzt schon bezahlt, muss ich den anmahnen, wie auch immer. Auf Deutsch gesagt, für einen Informatiker vermutlich ein ziemlicher Albtraum. Und das war so der Ansatzpunkt, wo ich sagte, vielleicht wäre da irgendwas mit einer relationalen Datenbank oder so vielleicht doch die bessere Idee, um das Ganze ein bisschen zu verwalten. Das weitere Problem, was damals sozusagen dort in den Raum kam, war nicht nur, dass wir dort Probleme bezüglich dieser Ticketverwaltung haben, sondern auch, dass damals dieses Love Parade-Problem praktisch hochkam. Das heißt, unsere Veranstalter kamen auf uns zu und sagten: Okay, wir müsst auf jeden Fall in der Lage sein, jederzeit sagen zu können, wie viele Leute praktisch auf eurem Gelände sind. Das ist für einen kleinen, sozusagen uneingünstigen Verein relativ großes Problem. Da muss ich ja jetzt anfangen, die Leute zu zählen von Hand, da habe ich wieder einen Fehler da drin. Schwierige Sache. Das war halt eben so der Startpunkt, warum es überhaupt zu diesem System halt eben jetzt kam. Und daraus hat sich eine ganze Menge entwickelt. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine Ticketverwaltung drin, sondern auch eine Verwaltung für die Kontakte. Das heißt, eventuell irgendwelche Händler, die dort was verkaufen, eventuell irgendwelche Tanzgruppen, Events. Wir haben natürlich auch Helfer bei solchen Veranstaltungen. Im Rahmen wie der Hanami haben wir so ungefähr um die 150 freiwillige Helfer, die an einem Wochenende dann dort durcharbeiten, um dann dort dieses Event überhaupt entstehen zu lassen. Eine Verwaltung für die Events mit Anmeldungen zu irgendwelchen Workshops, eine Dateiverwaltung, Verwaltung von Fundsachen, gewissen Ablaufprozessen, das heißt, wer macht was und eventuell das Ganze auch anmahnen innerhalb des Teams, der Organisation. Verwaltung für entsprechende Wettbewerbe wie Cosplays. Eine Waffenverwaltung, was sehr die Stadt immer sehr interessiert, und das Ordnungsamt, weil manche Leute kommen dort mit ihren Kostümen, mit entsprechenden Sachen dorthin, die sie vielleicht besser zu Hause gelassen hätten. Scharfe Katana sind immer sehr beliebt. Statistiken natürlich, um jederzeit zu sehen, wie viele Leute auf dem Gelände sind, wie viel Geld haben wir schon eingenommen, was haben wir in Tickets verkauft. Und was auch interessant ist, natürlich eine Verwaltung für die entsprechenden Event-Cafés, Maid-Cafés und natürlich auch ein Kassensystem, um dort die Ein- und Ausgaben in diesem Café zu verwalten. Also prinzipiell gesehen ein Haufen Zeug. Ist jetzt, wie gesagt, das Projekt betreue ich jetzt seit Juni 2010. Inzwischen sind es über 56.000 Zeilen Code. Ist auch so ein bisschen umfangreich und bisher bin ich irgendwie der einzige Irre, der an dem Ganzen mitarbeitet. Also, naja.
Mit dem Ticketing sieht das Ganze inzwischen so aus. Als Beispiel ein altes Formular. Die Leute gehen auf die Webseite, können praktisch dann unter Angabe ihrer Daten ein Ticket bestellen. Das Wichtige bei diesen Tickets ist allerdings, dass sie personalisiert sind. Das heißt, wir haben mindestens Vorname, Nachname und das Geburtsdatum dabei. Das ist notwendig, um gewisse Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Das heißt, die Scanner sind zum Beispiel in der Lage, dann beim Eintritt dann zu erkennen, ob die Personen eventuell minderjährig sind und welche Probleme dort vorliegen. Ansonsten hat man durch diese Art der Verwaltung auch noch ein paar mehr Möglichkeiten als über ein E-Mail-Formular. Das heißt, die Bezahlung machen wir jetzt nicht nur mehr per Banküberweisung, sondern wir können sie auch vor Ort in der Kasse machen oder auch über PayPal und können auch natürlich Tickets jetzt nicht nur per Post liefern, sondern natürlich auch vor Ort in der Kasse abholen lassen oder als digitalen Download, um zum Beispiel mit einem Smartphone zu arbeiten. Und wenn wir schon mal bei Tickets sind, so sieht so ein QR-Ticket bei uns aus. Wir haben oben eine ID-Nummer, die eindeutig ist, ein QR-Code. Da steht nicht sonderlich viel drin, denn alles, was an Daten da drin sind, kann ja prinzipiell ausgelesen werden. Also das heißt, das, was da drin ist, ist einfach nur ein MD5-Hash. Und dementsprechend noch ein Zusatzpasswort, um entsprechende Premium-Dienste zu nutzen, wie zum Beispiel WLAN, Radius-Identifizierung. Und nochmal für den Menschen lesbar die Stufe. Was haben wir für ein Ticket? Haben wir ein Con-Ticket, Ticket für Samstag, Ticket für Sonntag, Ticket für wen auch immer. Und die Stufe. Haben wir Gäste, externe, VIPs. So. Und bezüglich der Scanner, die dafür entwickelt wurden, um diese Tickets überhaupt benutzen zu können. Das Ganze sieht im Groben und Ganzen so aus. Die Idee dabei ist, dass diese Geräte halt eben im Eingangsbereich positioniert werden, sowohl in Eingangs- als auch in Ausgangsrichtung. Das heißt, die Leute kommen hin, ähnlich wie zum Beispiel bekannt bei der Frankfurter Buchmesse, scannen sich ein, betreten das Gelände und beim Rausgehen scannen sie sich wieder aus und validieren das Ticket damit auch automatisch wieder. Gleichzeitig, im Vergleich zu den früheren Tests, werden nicht nur die Leute gezählt, sondern es wird überprüft, sind die Tickets zum Beispiel gesperrt worden, sind sie eventuell gefälscht in gewissem Bereich, wurden sie überhaupt bezahlt, falsches Ticket, falscher Tag, falscher Besucher, sind sie bereits auf dem Gelände, sind sie noch gar nicht auf dem Gelände. Also das heißt, wurde das Ticket vielleicht irgendwie doch kopiert oder weitergegeben. Und schließlich natürlich die Sache mit dem Jugendschutz. Naja, ist jetzt schon nach 22 Uhr und die Person ist unter 16 Jahre. Vielleicht sollten wir mal die Security darauf hinweisen, dass da mal Handlungsbedarf besteht. Zu dem Scanner selbst. Noch nicht ganz. Zuerst die Security View. Gleichzeitig, wie schon erwähnt, werden halt eben dann dort die Benutzer gezählt. Das heißt, welche Benutzer haben wir halt eben jetzt auf dem Gelände? Und das Ganze wird halt eben relativ einfach in der Tabelle aufgeschlüsselt. Auf diese Tabelle, die in Realzeit realisiert wird, haben natürlich auch die Rettungskräfte immer Zugriff drauf, dass mit auch die Ordnungskräfte auch dementsprechend handeln können. Das ist für sie von sehr, sehr großem Nutzen, gerade bei einer Veranstaltung in dem Maß 7000 Besucher, vielleicht maximale Gebäudekapazität von 4000 Besuchern. Da ist es dann schon sehr interessant, dann zu wissen, okay, haben wir noch Kapazitäten, dürfen wir Leute reinlassen, müssen wir Leute draußen lassen. Das hat sich auch relativ bewährt und die sind auch natürlich sehr, sehr glücklich darüber. Die Infrastruktur ist denkbar einfach, wie man sich's vorstellen kann. Wir haben natürlich einen zentralen Datenbankserver in der Mitte, der noch vor Ort meistens auch noch gespiegelt wird. Die entsprechenden Scanner liefern die Daten an die Datenbank zurück, gleichen sie dort gegen ab. Und wir haben natürlich auch noch Ticketkassen vor Ort, mit denen man vor Ort praktisch auch noch Tickets bestellen kann, wenn man es nicht übers Formular machen möchte. Gleichzeitig gibt es noch verschiedene Synchronisationen gegen die Vereinsdatenbank, wie auch Backups und natürlich auch noch weiterhin sind auch während der Veranstaltung die Links für die Bestellformulare und Anmeldeformulare weiter aktiv. Das heißt, wir haben jetzt sogar den Vorteil, dass wir uns in der Schlange anstellen können, wenn wir es denn möchten, auf die entsprechende Webseite gehen, das Ticket dort als QR-Code bestellen und mit PayPal bezahlen und da das Ganze automatisch vom System abgeliefert wird, ohne dass irgendjemand dort eingreifen muss, kriegen wir das Ticket auch innerhalb von, sagen wir mal, 20 Sekunden zugeschickt aufs E-Mail-Konto. Können aus der Schlange raus und können uns direkt einscannen und sind dann auf dem Gelände. Ist natürlich interessant, weil es die ganzen Wartezeiten bei der Kasse halt eben reduziert. Gerade bei solch Großveranstaltungen, bei denen man eventuell nur 4 oder 5 Kassen realisieren kann, weil es räumlich nicht möglich ist anders, ist das natürlich eine sehr dankbare Sache. Zu den Komponenten. Das Gerät selbst ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Es sieht vielleicht ein bisschen wie eine Bombe aus, hat man mir schon gesagt. Aber es ist eigentlich relativ überschaubar. Auf der Eingangsseite links sehen wir zum einen mal eine Steckbrücke über die wir definieren, ob das jetzt ein Scanner in Eingangs- oder in Ausgangsrichtung ist. Das wird wie schon bekannt über GPIO-Ports erledigt. Guck mal, das geht. Die sieht man praktisch hier.
Bei so einem Router sind die ein bisschen schlechter zugänglich als jetzt beim Raspberry Pi. In dem Fall heißt das Testpoints anlöten. Das ist eine ziemlich friemelige Angelegenheit. Besonders, wenn man keinen SMD-Lötkolben hat, aber es geht. Es funktioniert tatsächlich. Ich habe das 4-mal gemacht, das geht. Die andere Sache natürlich ist, dass man nicht nur jetzt mit dieser Steckbrücke definieren kann, ob es ein Ein- oder Ausgang ist, und zwar fest, sondern man kann das natürlich auch dynamisch machen. Das heißt, ich habe mir damals so Trittmatten gekauft, die kennt man so groß. Die sind eigentlich gedacht für Katzen, als Katzenalarm. Und wenn da so eine Katze drauf geht, soll dann dieser Alarm immer angehen, dass der Besitzer weiß, oh, ich sollte mal die Tür aufmachen oder so. Da kann man auch einfach den Alarm abschneiden, kann den direkt an die Steckbrücke ranmachen und kann dann praktisch durch den Benutzer, wenn er vor dem Scanner steht, in der Eingangsrichtung oder Ausgangsrichtung durchs Körpergewicht praktisch sagen lassen, hey, ich will jetzt rein oder ich will raus. Funktioniert auch ganz gut, nur eine kleine Erweiterungsoption. Somit kann man praktisch mit einem Scanner praktisch sowohl Ein- als auch Ausgang überwachen. Zusätzlich, wenn wir von Scannern reden, brauchen wir natürlich einen Scanner. Hier haben wir so einen wunderschönen Datalogic-Scan-Kopf. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber die Dinger sind echt verdammt gut und teuer. Die liefern praktisch die Daten über ein TTL-Signal, also serial, an den entsprechenden RS-232 oder 32-Wandler und dann wieder über serial direkt in den Router rein, und zwar hier. Das heißt, wir kriegen schon mal durch dieses Teil die Daten von unserem scannten Ticket praktisch in das Gerät rein, über die Serialschnittstelle. Dieser Router hat witzigerweise OpenWRT in dem Fall drauf, also ein Linux, und wertet das Ganze ganz simpel und primitiv über ein Bash-Skript aus. Das läuft einfach, kreppt das Ding mit DD dauernd von der Schnittstelle runter, wertet das aus, und man braucht nicht immer unbedingt jetzt ein komplettes C-Programm oder ein gesamtes Java da drauf. Ich weiß, ich war auch ein bisschen skeptisch gewesen, ich bin der Entwickler, natürlich bin ich skeptisch. Aber es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Das werden wir gleich nachher auch in den Zahlen sehen. Als Ausgabe brauchen wir natürlich auch noch irgendwas, denn der entsprechende Security muss ja auch wissen, darf ich den jetzt wirklich reinlassen, ist jetzt da irgendwas in Ordnung, stimmt da alles. Dafür haben wir natürlich USB benutzt gehabt, und zwar auch einen aktiven USB-Hub, und der geht auch in zwei Richtungen. Einmal zu einer USB-Soundkarte, der dann uns entsprechendes Signal liefert. Das Ding hat vor der Hauptveranstaltung eine Woche vorher sprechen gelernt praktisch, und ich dachte, entweder hole ich jetzt so einen Lidl- oder Aldi-Piep-Sound von der Kasse, oder ich mache irgendwas Verrücktes. Es wurde dann, falls jemand Portal kennt, wurde es dann GLaDOS und diese Turrets dann. Meine Securities haben mich nachher erschossen gehabt, weil sie dieses ganze Hello, welcome. Das hat sie irgendwann ein bisschen wahnsinnig gemacht, wenn dann 5000 Leute rein und rauslaufen. Es gibt durchaus Leute, die wollen mich töten, aber ich kann es nachvollziehen. Trotzdem, 4 Veranstaltungen oder so haben die Dinger schon mitgemacht und sie sind noch ganz. Also hat noch keiner was dagegen getan. Die andere Ausgabeschnittstelle ist natürlich auch ganz wichtig und weniger nervend. Und zwar ein Teensy 2.0, das ist im Prinzip ein kleiner Arduino, hat ein paar Vorteile gegenüber des Arduinos bezüglich ein paar Pull-Down-Widerständen, die direkt drauf verlötet sind und so. Und damals war es einfach die kostengünstigere Alternative. Wenn ich gewusst hätte, was die gesamten Sachen mit Porto und dem ganzen anderen Kram, besonders Einfuhrzoll da nachher dann gekostet hätten, hätte ich vielleicht doch lieber ein Arduino geholt. Aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und das Schöne ist, über dieses Gerät steuern wir dann einmal ein grafisches Display an und eine RGB-LED. Das heißt, das Ding kann uns in Rot, Grün, Blau und allen möglichen anderen Farben sagen, ja, nein, Problem. Und über das Display kann er auch gleichzeitig anzeigen, okay, der Benutzer hat dann und dann schon das Gelände betreten und darf deshalb nicht mehr drauf, oder der Benutzer ist gesperrt wegen, und das ist dann interessant, zum Beispiel wegen Vandalismus oder wegen Verstoß gegen Alkohol. Es gibt da halt eben entsprechend wichtige Regeln bei einer Jugendveranstaltung, gegen die nicht verstoßen werden darf. Und dementsprechend ist es auch ganz gut, wenn man dann wirklich dann auch direkt die Infos dann an der Hand hat, sofern es dann problematisch wird. Zu der Softwareseite, wie gesagt, relativ primitiv, aber funktional. Wir haben auf diesem Linux, auf diesem Router einen OpenWRT laufen. Das ist eine kleine Linux-Distribution, die sehr, sehr hübsch ist, weil sie ist unglaublich flexibel. Sie verbraucht fast keine Ressourcen. Das heißt, so im Betrieb auf dem Raspberry Pi, denn es läuft doch auf dem Raspberry Pi, jetzt wird's interessant, verbraucht das Ding so im Betrieb 10 Megabyte RAM ungefähr und macht praktisch keine Last auf das Ding drauf. Es gibt aber auch die meisten Pakete dafür. Also wenn man zum Beispiel irgendeinen Server braucht, wie einen kleinen Webserver, MySQL oder irgendwas anderes Kleines, kann man das damit relativ gut realisieren. Von daher, vielleicht meine Idee, es gibt, wie gesagt, jetzt eine Gruppe hier, die das bei Google schon mal portiert hat für den Raspberry Pi. Schaut mal rein, die Jungs sind eigentlich ganz gut drauf und man könnte die Packages noch alle noch ein bisschen durchkompilieren. Also momentan hängt es eher an der Rechenleistung, weil die nicht ganz erstellt worden und übersetzt worden sind, aber es entwickelt sich.
Wie gesagt, das Skript selbst ist einfach nur Shell, Curl, Grep, DD, Echo, Cut, AWK, SED, GPO, CTL. Das ist das einzige wirklich Interessante, denn das steuert die GPO-Ports und Matplay halt eben, um die Audios zu wiedergeben auf der Soundkarte. Das Ganze mischt man, lässt es gut durchgaren und dann läuft es eigentlich auch schon. Im Prinzip schicken wir die ganzen Sachen nur über Curl an den Server, über ein PHP-Skript. Der wertet die Sachen aus, schickt sie wieder zurück ins Gerät und der gibt die Sachen praktisch dann aus und sagt dann ja, nein oder es gibt Probleme. So, das ist eigentlich relativ unspektakulär, aber nur um es mal kurz gesehen zu haben, weil wir mögen ja alle blinkende Leuchtdioden und dergleichen. Wie gesagt, man scannt einfach das Ticket ein, kriegt dann dort direkt dann entsprechend farblich die Information und die Information auch auf dem Display, ob die Person bereits da ist oder nicht, kann man jetzt relativ schlecht erkennen. Aber um es mal kurz gesehen zu haben. Bezüglich der Statistiken, weil man denkt, wie gesagt, naja, das ist jetzt ein bisschen einfach und primitiv. Die Scanner haben, wie gesagt, an einem Wochenende 4 Stück fast 37.000 Scans durchgehalten. Also kein Absturz, keine Probleme, kein Hängen. Also auch mit was sehr Primitivem kann man irgendwie durchaus eine leistungsfähige Verwaltung, was Leistungsfähiges schaffen. Und ja, war eigentlich relativ gut. Bezüglich der Ideen. Das ganze Gerät, was wir jetzt da gebaut haben, prinzipiell, dieser OpenWRT-Router, lässt sich komplett durch ein Raspberry Pi mehr oder minder ersetzen. Das heißt, wir können die Soundkarte ersetzen, wir können die Display-Ansteuerungen direkt über ein Raspberry Pi machen. Wir können auch natürlich die meisten von diesen Komponenten einfach einsparen, weil sie nicht benötigt werden. Und wir haben natürlich auch wesentlich mehr Rechenpower dann nachher bei dem Gerät auch zur Verfügung. Und vor allen Dingen, wir können von diesem Projekt noch ein paar andere Sachen lernen. Und zwar, hier oben das Projekt, das war mal so ein Design gewesen für so ein Projekt, das ich einfach mal NoCup getauft habe. Und zwar war das, glaube ich, von einem Institut von der Saarbrücker Universität. Die hatten so eine Kaffeemaschine da stehen gehabt, an der sich munter jeder bedient hat. Dementsprechend war der Kaffee dauernd leer und irgendwie ist auch niemals Kaffee nachgekommen. Von daher kam die Idee auf, könnte man da vielleicht irgendwie so ein System draus entwickeln und prinzipiell auf der Basis von diesem Scanner ist es tatsächlich möglich, dann relativ einfach so eine Art Kaffeeautomat daraus zu bauen. Das heißt, man lässt embedded auf dem Router, lässt man SQLite laufen, entsprechend einen Webbrowser und steuert das Ganze dann damit. Das heißt, die Leute können sich dort ein Konto anlegen mit einem entsprechenden QR-Code, können praktisch dann dort prepaid-mäßig Karten erwerben, so für 50 Tassen Kaffee, gehen zu einem Gerät, scannen das durch, ziehen sich ihre Tasse Kaffee, es wird abgebucht. Und weiter geht's. Das gleiche Prinzip lässt sich natürlich auch für die allseits beliebten Kopierkarten halt eben dann dort verwenden. Wobei dann natürlich dann auch wieder mal so ein paar Vorteile zu tragen kommen, wie zum Beispiel, naja, man kann jetzt vielleicht dann auch eine Kopierkarte über Bankeinzug beziehen oder über PayPal bezahlen oder man braucht diese Kopierkarte nicht mehr dabei zu haben, sondern hat es als QR-Code zum Beispiel auf dem Handy und kann es dann jederzeit mit sich führen. Bezüglich der Idee, wie gesagt, das ganze Projekt war ja in der Non-Profit-Organisation entstanden, beziehungsweise kein Geld und weniger Geld. Dementsprechend sieht das auch so ein bisschen recycelt aus. Also wie man unschwer erkennen kann, die Box war von IKEA. Diese Aufsteller sind wunderbare Winkel, die man eigentlich sonst im Serverbereich benutzt, für 19 Solrex, für so Kabel dementsprechend reinzulegen. Und ansonsten der Rest ist auch sehr stark recycelt. Die Scanner, wie gesagt, kamen erst später hinzu, weil diese Scanköpfe sehr, sehr teuer sind. Das heißt, anfangs hat man das so realisiert. Ich habe es jetzt leider gerade nicht bildlich dabei. Also im Prinzip ist das hier, wenn man das so sieht, so ein 50er CD-Spendel, wie es jeder zu Hause hat, macht oben einfach ein Löchelchen rein, macht das Ganze ein bisschen schwarz und klebt dann anschließend noch so eine Logitech-Webcam einfach prinzipiell rein. Ein paar LEDs dran für die Beleuchtung und das war es im Prinzip schon. Man stellt das Ganze ein bisschen scharf und sollte tunlichst darauf achten, dass man das Signal nicht vom Router auswerten lässt, weil den tötet sonst, sondern schickt das Ganze nach Möglichkeit die Bilder an irgendeinen leistungsstärkeren Server, der dann die Kantendetektion macht und versucht dann diese QR-Codes rauszuerkennen. Und so hat das Ganze prinzipiell angefangen, kostet ungefähr um die 32 Euro, also besser als das Ganze da, das kostet nämlich ungefähr das Zehnfache, dieses Scanner. Und dementsprechend kann man es auch für relativ weniges Geld, kann man so eine Art von Projekt nachher natürlich nachbauen. Ja. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit löchern. Ansonsten, ja, Dankeschön.